So, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi. Ja, heute kommt die erste Folge Trainerkarriere beim Heidenheim. Ja, ihr habt abgestimmt, dass ich mit Heidenheim spielen soll. Dann gehen wir mal auf Trainerkarriere. Machen wir das hier mit 15% Erhöhung. So, dann gehen wir mal die zweite Bundesliga, gehen auf Heidenheim. So, zack. Erfolge niedrig, Erfolge kontinental sehr niedrig, Markenpräsenz niedrig, Finanzen hoch und Nachwuchsentwicklung niedrig. Transferbudget 3,046 ja, Millionen, 11,16 Millionen Vereinswert. Dann haben wir noch das Heim- und Gasttrikot und ja, dann gehen wir mal auf weiter. So, dann gehen wir mal hier drauf. Achso, erstmal löschen. Lol. So, hier gehen wir dann mal YouTube ein. Zack. Und hier geben wir Stimme ein. ST. Ü. Und fertig. Nationalität, natürlich Deutschland. So, dann gehen wir mal hier hin. Gehen wir auf fertig. 5 Minuten, Profi, Euro. Kann man alles lassen. Gehen wir auf weiter. Heidenheim beruft Stürmi als neuen Chef. Überraschend wurde bekannt gegeben, dass Stürmi neuer Trainer bei Heidenheim wird. Man weiß nicht, welchen anderen Kandidaten noch im Gespräch waren. Der Vorstandsvorsitzende sagte nur, ein zielstrebiger Typ. Ja, so schnell kann man gar nicht lesen. Aber egal. Ihr könnt es ja Stopp drücken oder Pause. Und dann könnt ihr das lesen. Juventus Turin gewinnt Rennen um Leonardo Bonucci. Jo. Kilian und weiter zu Einladungen, das nehmen wir natürlich an. So, welches nehmen wir denn? Ja, ich denke mal, das mit dem meisten Geld oder hier mit 3,6 Mille wäre cool, wenn wir die gewinnen würden. Ja, also, ihr habt ja alle abgestimmt hier für Heidenheim. Es war ja noch Laudern im Gespräch und noch andere Vereine. Ich möchte mich vorstellen, mein Name ist Felix Brahn, ich bin Ihr neuer Scout. Ich wollte mal Hallo sagen und Ihnen mitteilen, wie ich die anderen Scouts Ihnen helfen können. Es gibt zwei Arten des Scouting. Nach Region, Sie entscheiden Scouts in ein bestimmtes Gebiet und wir verfassen für Sie Berichte zu den Spielern, die wir entsprechend Ihrer Scouting-Aufträge finden. Ja, ich habe das jetzt alles vorlese, ist in 10 Minuten rum. Erster Scout-Bericht ist da, dann lesen wir den mal. Ah ja. Gut, ich muss ja erstmal gucken, wie unser Team überhaupt aussieht. Damit befassen wir uns mal später. Unsere Vision, unsere Erwartungen. Ja, sehr geehrter Stürmi, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und können es gar nicht erwarten, mit Ihnen Erfolge bei diesem Verein zu feiern. In der FC Heidenheim 1846 Philosophie findet der Erfolg nicht nur auf dem Rasen statt. Wir müssen unsere Marke stärken, unser Business fördern und unsere Fans zufriedenstellen. Aus der FC Heidenheim 1846 Identität und unseren langfristigen Planungen ergeben sich für Sie folgende zentrale Schwerpunkte. Finanzen, der finanzielle Erfolg des Vereins. Wir werden Ihnen für jede Kategorie spezifische Ziele geben, damit Sie ein klares Bild von den Erwartungen haben. Sie spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, in diesen Bereichen erfolgreich zu sein. Ihre Zukunft bei diesem Verein hängt dabei zum großen Teil vom Erreichen dieser Ziele ab. Wir wünschen Ihnen diese Saison viel Erfolg. Der Vorstand. Wichtige Info zum Transfermarkt. European International Cup. Sonst haben wir noch keine Nachrichten.
Transfers, da befassen wir uns später mal. Zentrale, das machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal auf die Mannschaft. So. Da haben wir, ja. Was haben wir denn eigentlich? Sturm. Rechtes Mittelfeld. Also, die spielen nur mit rechtem Mittelfeld. Also kein Rechtsaußen oder sowas. So, was ist denn hier Schnatterer eigentlich? Ist der auch rechtes Mittelfeld? Ja. Dorsch. Oh, Dorsch. Stark. Okay, ich glaube, das könnte ich auch so lassen eigentlich. Gefällt mir eigentlich. Außer hier, Tomalla, der gehört eigentlich hier nicht hin. Haben wir irgendwas mit dem linken Mittelfeld? Hier haben wir einen. Wie alt ist der überhaupt? Weil ich möchte ein paar Junge noch integrieren. Der ist 25. Jo. Warte mal, wie alt ist der hier? 18. Okay. Aber er ist, glaube ich, stärker. Wir schauen mal kurz. Abschluss. Ball, Dribbling. Okay. Ah ja, okay. Ich weiß nicht, wen sollen wir da nehmen? Ich denke mal, den nehmen wir mal mit. Da holen wir einen raus hier. Und zwar diesen hier. Dann stellen wir den hier mal dahin. So. Aber wir holen uns den hier noch mit als Ersatz. Da nehmen wir den Schmidt raus. Jo. Defensives Mittelfeld. Haben wir da auch noch irgendwas als Ersatz? Da haben wir gar nichts. Okay. Linker Verteidiger, Innenverteidiger, Innenverteidiger, rechter Verteidiger. Torwart. 71 hat der hier. Der hat 67, 54. Also einen defensiven Mittelfeldspieler könnten wir noch brauchen als Ersatzmann. So, was haben wir hier noch? Mittelstürmer, der ist, scheint noch ziemlich jung zu sein. 18. Jo, ich glaube, den werden wir noch verleihen. Ich glaube, den hier könnten wir eigentlich auch verleihen. Und den Rest, ja. Haben wir jetzt einen Sturm zum Mitnehmen. Ein zentrales Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld, linker Verteidiger, Innenverteidiger und ein Torwart. So, hier das lassen wir. Taktiken. Pressing nach Ballverlust. Ständiger Druck zurückfallen lassen. Ausgeglichen. Ja, Breite. Machen wir es so. Ich hoffe, ich mal alles zu eurer Zufriedenheit. Angriff, Offensiv, Stil ausgeglichen. Ballbesitz. Na, komm, lassen wir das mal. Breite. Machen wir mal. Spiel im Strafraum. Über Außen? Nee. Was gibt's hier noch? Das hier gibt's noch. Das hier. Also ich habe hier zwei Stürmer. Dann machen wir das so. Ecken. Ich denke mal, das machen wir so. Freistöße. Anweisungen. Ah. Rollen. Kapitän. Schnatterer. Kurzer Freistoß, Schnatterer, ja. Also damit beschäftigen wir uns später mal. Speichern, ja. Jo. Also einen defensiven Mittelfeldspieler könnten wir noch gebrauchen. Ja. So. Falls euch dieses Video gefällt, ihr könnt auf jeden Fall mal
ein Like da lassen, bis der Button blau ist. Das wäre nice. Und natürlich, wenn du neu auf meinem Kanal bist, bitte ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst auf meinem Kanal. Ja. Und dann gehen wir mal weiter hier. So, da gehen wir mal hier drauf. Ich schau mal, ob es schon irgendwas im Mittelfeld gibt. Ne, gibt es nichts. Okay. Oh, hier Anderebitsch. Aber ich glaube, den können wir uns gar nicht leisten. Gehen wir mal ins Büro. Jugendstab, da haben wir noch leider nichts. Nochmal Scout anheuern. Ja, da können wir uns natürlich nicht viel leisten. Ich denke, wir nehmen wir uns diesen hier. Scouting-Netzwerk aufbauen. Also ich würde gerne hier in Deutschland bleiben. Ja. Dauer. Machen wir mal 6 Monate. Typ. Technik begabt, Flügelspieler, starke Physis, Spielmacher, defensiv stark. Machen wir mal alle. Ich mache mal defensiv stark. Mal gucken, was da alles kommt. Ich hoffe, dass da auch defensive Mittelfeldspieler kommen. So. Und da haben wir schon die nächste E-Mail. Und zwar hier von Scouting-Netzwerk auf. Also der baut den Scouting-Netzwerk auf. Ja. Er macht sich auf den Weg. Stark. So, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ich mir so holen soll. Also viel Budget habe ich ja nicht. Ich kann euch ja mal zeigen hier. Finanzen, Transferbudget habe ich gerade mal 1,97 Millionen. Also es ist nicht viel. Und Gehaltsbudget habe ich noch 23.000. Also es wird eng. So, ich denke mal, wir gehen mal auf weiter, sonst dauert das zu lange. Also ich werde schauen, dass jedes Video so 15 Minuten geht. Ja. Und wir haben, ja, sagen wir mal, die erste Folge geht ein bisschen länger, weil Angebot für Klatzel. Gehen wir mal kurz hier drauf. Klatzel ist 24. Das lehnen wir mal ab. Also die erste Folge wird mal ein bisschen länger sein und dann die anderen Folgen immer so 10 bis 15 Minuten, also eher 15. So, gehen wir mal auf weiter. Ah, da haben wir schon unser erstes Spiel. Gut. Transferangebot für Klatzel. Ah ne, Quatsch. Hier muss ich hier hin. Kann ich Sie was fragen? Matthias Köbing. Hallo Chef, ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen und geben mir ein wenig Spielzeit. Ja, mal schauen. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch. Ach so, ja. Ich denke mal, wir gehen mal in das Spiel. Und auf geht's. Also ich spiele hier auf Profi. Bin mal gespannt, wie sich die Mannschaft hier schlägt im ersten Spiel. Ah ja. Ach Gott, was hat. Finde ich nicht nett. Oh. Bloß nicht das erste Tor passieren hier. Ach, sehr schön. Jawohl. Ach Gott. Guter Torwart. Also man merkt, dass
dass wir noch in der Vorbereitung sind. Ach, das war doch gar nicht. Ja, wir tun uns doch ziemlich schwer hier. Aber. Jawohl. Joch, was soll das denn? Mit dem Kopf da dran. So gibt das kein Tor. Oh. War das so eine gute Idee mit Heidenheim? Aber ist ja aller Anfang ist ja schwer, oder? Wie man das sagt. Sehr schön. Ja, erste Halbzeit. Noch nicht so berauschend. Ich will ja mal ein paar Spieler testen. Vielleicht stechen ja irgendwelche heraus. Ach, was machst du denn da? Lauf, 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 lauf. Bam! Da ist er 1:0 für Heidenheim. Jawoll. Dovedan hat das Tor erzielt. War schön herausgespielt. Erstes Tor in dem Vorbereitungsturnier. Was war denn das für ein Pass? Das war nicht sehr schön. Oh, oh. Die kommen immer näher. Oh. Jawohl, er hat... was soll das? Komm, gelb. Geh nicht nach hinten. Junge, 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 Junge. Oh, oh. Ja, der Torwart gefällt mir. Oh. Nein. Oh. Fast der Fehler vom Torwart. Jetzt spielen wir mal auf Zeit ein bisschen, aber ja, wir verlieren den Ball wieder. Alter, was macht ihr? Richtig gefallen tut mir das noch nicht. Aber wir haben es gleich. Das erste Spiel hätten wir dann schon mal gewonnen. Jawohl! Den ersten Sieg haben wir. Jawolski! Das gefällt mir. Ja. So, die anderen haben 2-1 gespielt. 0-0 und 4-0 hat Rapid Wien gewonnen. Also gegen Rapid Wien wird es schwer. Training fehlt ja noch, stimmt. Dann, ja. Ich glaube, wir nehmen den hier, oder soll ich die ganz Jungen trainieren? Am besten wäre es, oder? Wir nehmen diesen hier. Zack. Gehen wir Flügelspieler. Ich glaube, der hier ist ziemlich jung, oder? Wo ist denn das Alter? Keine Ahnung. Auch egal, dann nehmen wir halt das hier. Den nächsten, dann gehen wir ins Mittelfeld. Dorsch, natürlich Dorsch tun wir trainieren. Dann gehen wir in die Verteidigung. Da weiß ich jetzt gar nicht so, wer hier richtig jung ist. Der hier sieht ziemlich jung aus. Zack. Und noch einmal. Da holen wir einen Außenverteidiger. Da holen wir diesen hier. Zack. Jo. Kann man das irgendwie speichern? Dann mal hier. Zack. Stürmi. Zack. Zack. Zack.
alles simulieren. Oh, hier ist der linke Verteidiger und der Innenverteidiger. War recht gut. Ja, das war's mit der ersten Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen und freut euch auf die neuen Folgen. Wir werden mal sehen, wen wir noch alles verpflichten werden und wen wir alles noch verleihen oder verkaufen werden. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr haben wollt, also welchen Spieler oder welchen ihr weghaben wollt. Ja, dann sage ich mal bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen.